Unzufriedene Mitarbeiter können wirklich sehr belasten und vor allem massiv Energie kosten. Und zwar massiv Energie kosten dem Chef, der Firma, dem gesamten Team von dem jeweiligen Mitarbeiter, aber auch, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dem Mitarbeiter selbst. Wenn man unzufrieden ist und man sich das Tag für Tag irgendwo auf die Arbeit schleppen muss, dann kostet das wahnsinnig viel Kraft und Energie und irgendwann wird es auch dann krankhaft, dass man da wirklich Hilfe braucht, eben weil die Psyche nicht mehr mitmachen will. Wie man mit unzufriedenen Mitarbeitern umgeht und was man dann tun kann, damit es eben nicht nur zu Gehaltsforderungen kommt als reiner Hygienefaktor oder zum Schluss die endgültige Lösung durch Kündigung seitens des Arbeitgebers oder des Arbeitnehmers, das erkläre ich in dem folgenden Video. Hallo, mein Name ist Axel Schröder und unzufriedene Mitarbeiter können wirklich ziemlich belastend sein. Und ist die Frage als erstes, woran erkennt man eigentlich unzufriedene Mitarbeiter? Denn es gibt ja oft keine direkte Äußerung, hey Chef, mir passt das nicht oder ich bin jetzt unzufrieden. Nee, aber es gibt im Laufe des Tages oder der Woche oder des ganzen längeren Ablaufes immer vielfach bemerkbare Zeichen und Handlungen von dem jeweiligen Mitarbeiter, wenn man denn wirklich die Augen aufmacht, die Ohren aufsperrt und auf seine Mitarbeiter schaut eben und mit offenen Augen durch den Betrieb geht. Das sind zum Beispiel die Körpersprache. Also wie sitzt jemand da? Ist er immer nur verschränkt zum Beispiel in irgendwelchen Besprechungen oder wirkt er eher offen? Ist man auch immer irgendwo relaxed irgendwo in seinem normalen Bürostuhl oder hat auch mal ein bisschen an Spaß an der Arbeit, an der Werkbank zum Beispiel? Oder wie ist die Körpersprache allgemein? Hat man ein grimmiges Gesicht? Oder geht man einfach mal auch mit dem Lachen, mit dem fröhlichen Gesicht quasi in die Mittagspause oder kommt von da zurück? Das Gleiche ist aber auch mit beiläufigen Bemerkungen. Also immer so, naja, wir sind ja Kummer gewöhnt. Das mag am Anfang witzig sein, aber letztendlich spricht es doch zwischen den Zeilen für ein deutliches Anzeichen von Frustration zum Beispiel, dass eben nicht immer alles gut passend ist. Und diese beiläufigen Bemerkungen, die immer irgendwo fallen, wenn es jetzt ein Zusammentreffen gibt, zum Beispiel in Besprechungen oder Ähnliches, die wirken am Anfang immer so lustig oder sonst irgendwas, aber das sind sie nicht. Also das sind niemals witzig gemeint, sondern sie sind eigentlich immer irgendwo einen Kern, den man entsprechend eruieren muss, was da eigentlich dahinter steckt. Auch geäußerte Kritik, zum Beispiel in Besprechungen, die jetzt nicht konstruktiv geäußert worden ist, so wie, das haben wir schon immer so gemacht. Kommt das andere oben drauf? Wann sollen wir denn das noch machen? Das sind immer Äußerungen quasi, wo man genau weiß, da ist das Kippmoment schon längst erreicht oder überschritten, dass es den Mitarbeitern wirklich gut geht. Auch die Nichtbeteiligung an gemeinsamen Aktivitäten, gemeinsames Mittagessen zum Beispiel, wer eine Betriebskantine hat oder sowas Ähnliches, gemeinsame Mittagspause, wenn man in der Freizeit vielleicht mal ein Teambuilding macht, dass man in den Kletterpark geht oder dass man mal zum Kajakfahren geht oder mal gemeinsames Grillen und sowas und sich bestimmte Mitarbeiter immer wieder ausklinken, weil sie kein wirkliches Interesse daran haben oder irgendwelche auch vielleicht gute Gründe bringen, dann ist es aber trotzdem ein Zeichen, dass da irgendwas nicht wirklich stimmt, weil gute Gründe sind meistens immer die Folge einer Priorisierung. Es gibt ja dann irgendwie im Umfeld des Mitarbeiters irgendwas, was wichtiger ist, als dass man sich jetzt eben gemeinsam mit seinen Kollegen ein, zwei Stunden vielleicht mal zusammensetzt im Biergarten und auch einmal die Seele baumeln lässt und gemeinsam vielleicht auch mal ein bisschen Freude und Spaß hat. Also, das sind so Zeichen, wo man eben sehen kann, dass Mitarbeiter wirklich unzufrieden sind und jetzt kommt der ganz wesentliche Punkt und da müssen sie wirklich dranbleiben. Nichts tun, das ist wirklich der falscheste Weg. Die Sachen einfach laufen lassen und nicht bemerken oder übergehen, das kostet wirklich massiv Energie und vor allem auch massiv Geld im Unternehmen. Also Kündigung oder Dienst nach Vorschrift ist wirklich massiv teuer. Jede Kündigung, Sie brauchen neue Mitarbeiter, Wissen gehen verloren, Sie brauchen den ganzen Recruiting-Prozess, Sie müssen jemanden wieder anlernen. Da sind Sie gleich mal wirklich, wenn Sie es genau nachrechnen würden, im fünfstelligen Euro-Bereich, was ein Wechsel eines Mitarbeiters, noch dazu von einem erfahrenen Mitarbeiter, Sie wirklich kostet. Deswegen, Sie müssen ein echtes Interesse daran haben, dass es Ihren Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen wirklich gut geht und dass Sie auch mit den Unzufriedenen den Weg finden, wie man eben gemeinsam die Zukunft gestalten kann, damit man mit einer gewissen Freude und mit einer gewissen Motivation wirklich seine Arbeitsplätze entsprechend schaffen kann. Unzufriedene Mitarbeiter haben aber noch einen zweiten Punkt und der ist es mindestens genauso wichtig. Unzufriedene Mitarbeiter können nämlich die Performance eines ganzen Unternehmens belasten, weil nämlich dieses Unzufriedensein und diese negativen Schwingungen und Stimmungen vor allem halt auch abfärben eben auf zuvor motivierte Mitarbeiter, die eigentlich sehr, sehr gut performt haben
und die auch wirklich tatsächlich eigentlich im Unternehmen bleiben sollten. Also, es geht darum, dass Sie das wirklich angehen und dass Sie es nicht laufen lassen. Ich glaube, das ist der wichtigste Ratschlag, dass man solche Probleme mit unzufriedenen Mitarbeitern das Gespräch wirklich sucht und dass man da wirklich vorangeht. Und gerade beim Thema Nichtstun, da sind wir gerade hier beim richtigen Punkt. Wenn Ihnen das Video gefällt, dann geben Sie uns auf jeden Fall bitte einen Daumen hoch und Sie können uns natürlich selbstverständlich auch immer in die Kommentare reinschreiben, was Sie darüber denken oder was Sie in Ihrem eigenen Betrieb schon erlebt haben, sei es als Mitarbeiter oder eben auch als Vorgesetzter oder eben Geschäftsführer. Geschäftsführer und Inhaber eines Unternehmens. Schreiben Sie es rein. Wir freuen uns da wirklich auf jeden Kommentar, weil wir beantworten die auch entsprechend alle und wir wollen damit Ihnen auch in Interaktion treten. Wie kann man es damit umgehen? Also analysieren Sie doch selbstkritisch die Situation. War der Mitarbeiter eigentlich schon immer so oder wurde er so? Denn die meisten Mitarbeiter kommen ja eigentlich, wenn sie in den Dienst neu beginnen, weil sie ins Unternehmen kommen, sei es, dass sie jetzt als Lehrlinge angefangen haben oder eben später tatsächlich auch dann von einem anderen Unternehmen schon erfahren, quasi die neue Stelle antreten, die freuen sich ja eigentlich drauf. Es gibt ja einen Grund, warum jemand bei ihm im Unternehmen wirklich startet und der erste Tag ist immer voller Emotionen und es ist prima und alles ist neu und da ist ja die Welt noch in Ordnung. So, und dann passiert ja irgendwas, dass der Mitarbeiter eben tatsächlich diese Unzufriedenheit eben aufbauen kann. Und das, was da wirklich passiert, das kann man wirklich systematisch auch analysieren. Also gab es in diesem Zeitraum, in welchem Zeitraum ist es denn eigentlich passiert? Also in welchem Zeitraum wurde denn die Veränderung eigentlich sichtbar oder ist Ihnen das erste Mal aufgefallen oder den Kollegen aufgefallen? Gab es in diesem Zeitraum vielleicht einschneidende Veränderungen? Und das sind jetzt hier so ein paar Tipps, die ich einfach mitgeben muss als Denkimpulse. Gab es zum Beispiel einen Vorgesetztenwechsel? Ist der Teamleiter zum Beispiel gewechselt oder wurden Sie selbst vielleicht neuer Vorgesetzter, dass da irgendwas sich in der Hierarchie oder in dem Disziplinarverhältnis einfach verändert hat? Gab es den Start oder das Ende eines wichtigen Projektes? Ist vielleicht jemand bei so einem Projekt, der gerne mitgemacht hätte, übersehen oder übergangen worden? Oder am Ende eines wichtigen Projektes oder was für den Mitarbeiter ein wichtiges Projekt war, vielleicht zu wenig Wertschätzung auch gezeigt worden ist, dass das Projekt gut gelaufen ist? Oder vielleicht auch, dass man gemeinsam analysiert, was man beim nächsten Mal besser machen kann, im Sinne von tatsächlich Erfahrungen heben, was man wirklich nicht gut gelaufen ist. Positiv ausgedrückt jetzt. Nicht sagen, du warst schuld, dass es irgendwie scheiße ist. Nee, wirklich schauen eben, was kann man halt beim nächsten Mal besser machen. Also Start und Ende von wichtigen Projekten ist auch immer so eine Phase, wo Mitarbeiter auf etwas warten und so auf Zeichen von Ihnen als Führungskraft warten. Gab es in dem Zeitraum vielleicht Beförderungen oder auch Nicht-Beförderungen jeglicher Art? Ist der Mitarbeiter vielleicht nicht befördert worden über einen längeren Zeitraum oder gab es keinerlei Gehaltsanpassungen über einen längeren Zeitraum? Wurden vielleicht andere entsprechend befördert? Gab es vielleicht irgendwelche wichtigen Wechsel oder sowas, dass jemand Führungspositionen eingenommen hat, der vorher Mitarbeiter war? Das sind auch solche Themen, wo man genau hinschauen muss, ob dann da auf einmal so ein Spannungsverhältnis sich eben aufbaut. Gab es Gehaltsanpassungen beim Mitarbeiter oder eben auch bei seinen Teamkollegen in seinem direkten Umfeld? Ist jemand quasi bedacht worden mit irgendeiner Bonuszahlung und Ähnliches und der Mitarbeiter, um den es hier gerade geht, der quasi immer so ein bisschen Gesicht hat, ist der vielleicht übergangen worden? Gibt es vielleicht auch neue Arbeitsweisen oder Umstrukturierungen, die auf einmal dazu führen, dass der Mitarbeiter mit seinem Arbeitsumfeld nicht mehr gut zurechtkommt? Also wurde zum Beispiel eine neue IT eingeführt? Oder gab es komplett neue Vorgehensweisen? Gibt es neue Kunden? Gibt es neue Produkte, die entsprechend da sind, die der Mitarbeiter vielleicht mehr darauf geschult hätte werden müssen? Und jetzt sind einfach Unsicherheiten, dann aus diesen Unsicherheiten entstehen Fehler. Und diese Fehler fallen natürlich dem Mitarbeiter schneller auf, als es ihnen. Und vielleicht ist da auch der Selbstanspruch dann eben durch diese höheren Fehlerraten einfach beim Mitarbeiter der Grund dafür, dass eben dieser Frust und diese Unzufriedenheit ausgelöst wird. Gibt es vielleicht aber auch keine Arbeitsweisen und keine strukturierten Prozesse, weil Ihr Unternehmen im täglichen Arbeiten immer nur im Chaos versinkt und überall nur Feuerlöscheinsätze zu fahren sind, damit man das Geschäft überhaupt noch irgendwie hinbekommt? Hat man sogar die Feuerwehr draußen? Das ist sogar ein gerichtetes Stichwort. Also gerade eben strukturierte Vorgehensweisen, dokumentierte Abläufe, ein ordentliches und gemanagtes Prozesshaus im Betrieb, Prozessmanagement, was man wirklich ernst nimmt, hilft dazu bei, dass die Arbeiter wirklich im Fluss
arbeiten können, dass es leicht von der Hand geht und man sich nicht jedes Mal quälen muss, weil man irgendwie stupide Daten aus der einen Excel-Tabelle in die andere kopieren muss. Das kann man auch geschickter und sehr viel besser organisieren. Also das Thema Arbeitsweisen, Vorlagen, Checklisten, Prozesse ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den Sie wirklich selbstkritisch schauen sollten. Gibt es vielleicht wichtige Privatereignisse beim Mitarbeiter oder bei einem auch selbst? Also zum Beispiel gab es Geburt von Kindern, gab es Eheschließungen, gab es Trennungen, gab es den Verlust durch Tod zum Beispiel von nahen Angehörigen, die jemanden sehr nahe gehen und eben sehr belasten und so weiter. Oder gab es eben auch Zeiten, wo Sie vielleicht auf bestimmten Gründen her nicht verfügbar waren, wo der Mitarbeiter aber dringend darauf gebaut hatte, dass er Sie ansprechen kann oder Ähnliches. Auch das sind zum Beispiel Gründe, die dazu führen können, dass jemand also irgendwann resigniert und einfach aufgibt. Oder dass eben ein Mitarbeiter, der öfter mal Vorschläge auch gebracht hat, konstruktive Vorschläge, Dinge besser zu machen, aber nie gehört wird, es irgendwann einfach dann lässt und sagt, naja, dann richte ich mich halt ein, dann muss ich damit halt leben. Das sind dann der goldene Käfig, er wird bezahlt jeden Monat, aber irgendwo ist dann das Feuer weg. Und wenn das Feuer von den Mitarbeitern wirklich weg ist, dann wird es ganz schwer, quasi das wieder zu entfachen halt. Oder, und es kann eben auch der Fall sein, das ist der letzte Denkimpuls vielleicht aus dieser langen Liste jetzt, gab es vielleicht auch gar keine Veränderung. Alles ist genau so, wie es vor 50 Jahren eingerichtet worden ist. Es gibt nichts, was sich irgendwie verändert. Es ist immer die gleiche Routine. Und dann kannst du dich auch irgendwann mal wirklich einfältig und stupide einfach werden, wenn es die reine Routine ist, die man tagtäglich von früh morgens bis spät am Abend vielleicht irgendwann ausführen muss. Also eben gar keine Veränderung ist genauso belastend wie zu viel Veränderung oder eben überhaupt keine Organisation. So eine Analyse kostet Sie tatsächlich viel Zeit. Also Sie müssen sich mindestens einen Tag frei nehmen, um wirklich diese Punkte alle zu durchdenken. Am besten mit einem Zeitstrahl aufschreiben, wann ist denn die Situation überhaupt aufgetreten, was waren denn solche bestimmten Zeitpunkte vielleicht, wo es eben diese Veränderungen gab, ich sage mal Vorgesetztenwechsel zum Beispiel oder Projektstart und so ähnlich. Das können Sie alles eintragen auf so einen Zeitstrahl und mit diesem Zeitstrahl sehen Sie dann auf einmal, oh, das hat ja eine gewisse Korrelation. Zuerst ist das und das alles passiert und dann auf einmal wurde die Situation entsprechend schlechter. Mit einem gewissen zeitlichen Verzug können Sie das visuell sehr, sehr gut darstellen. Wenn Sie das allerdings nicht investieren diesen Tag, wenn Sie sich nicht die Zeit nehmen, um da wirklich darüber nachzudenken, dann wird es noch teurer. Denn wenn Sie nichts tun, das ist genau wirklich dieser Punkt, wo man sagt, Dienst nach Vorschrift. Also lieber dann erschrecken mit Ende, als ein Ende ohne Schrecken. Also das muss man wieder hinbekommen. Und mit diesem genau hinbekommen und nichts tun und in die Handlung kommen, da habe ich sogar den nächsten Tipp für Sie. Haben Sie schon unseren Kanal abonniert? Wenn nicht, holen Sie es gleich nach. Dann bleiben Sie nämlich immer informiert, wenn wir neue Videos wie dieses hier entsprechend veröffentlichen und gute Tipps geben, wie man solche Sachen einfach machen kann. Also auf jeden Fall abonnieren, Glöckchen drücken, dann bleiben Sie eben entsprechend informiert. Wie geht man jetzt vor, wenn man herausgefunden hat, was das der wirkliche Grund irgendwo ist oder man meint zu glauben, welcher Grund das wirklich ist, warum Mitarbeiter auf einmal in der Motivation nachlassen, warum sie unzufrieden werden, warum es eigentlich nur noch um Geld geht. Und Geld ist tatsächlich nur der letzte Hygienefaktor. Also wenn das Geld dann nicht mehr passt, wenn Unternehmenskultur nicht passen, wenn Aufgabenfeld nicht mehr passt und das Geld zum Schluss dann auch nicht mehr stimmt, aus Sicht des Arbeitnehmers, dann ist die Kündigung vorprogrammiert. Also Geld ist der letzte Rettungsanker und der letzte Hygienefaktor. Sie können dieses ganze Thema Geld und Gehaltsforderungen wirklich umschiffen, indem alle anderen Dinge stimmen. Also wenn die Unternehmenskultur passt, wenn die Betriebsatmosphäre gut ist, wenn die Kollegen ihre Freude haben, wenn man ein gutes Aufgabenfeld hat, was einen fordert, aber nicht überfordert, dann ist Geld und die Gehaltszahlung im Monat nicht ganz so wichtig. Die ist auch wichtig, aber nicht ganz so wichtig, dass sie der letzte Grund sind, warum ein Mitarbeiter in ihrer Firma bleibt. Also wie geht man vor? Im bilateralen Gespräch würde ich mit dem Mitarbeiter die eigenen Beobachtungen ansprechen. Dass man eben wirklich in Ich-Botschaften spricht und sagt, ich habe beobachtet, seit dem XY-Datum eben, dass es zu vermehrt kritischen Aussagen kommt und so weiter. Man möchte gerne mal wissen, was dahinter steckt und was eigentlich los ist. Dass man wirklich nach den Gründen fragt. Also man muss es schaffen, in so einem Gespräch den Mitarbeiter dahin zu bekommen, dass er sich öffnen kann, dass er sich aber auch sicher fühlt, dass es keine negativen Konsequenzen hat, wenn er sich denn auch öffnet und dass er sich ganz klassisch auskotzen kann.
Lassen Sie den Mitarbeiter wirklich reden, was die lange Liste ist, die also alles nicht passt, was ihn schon immer gestört hat und was man anders machen müsste und so weiter. Lassen Sie ihn wirklich reden, bis der Eimer wirklich leer ist. Und dieses Auskotzen lassen, das ist extrem wichtig für Sie, um danach entsprechend reagieren zu können. Schreiben Sie das alles auf. Nehmen Sie eine lange Liste und jeder Punkt, den der Mitarbeiter bringt, schreiben Sie ihn wirklich auf, dass man da entsprechend nichts vergisst. Also Vorgesetztenwechsel eben, Start und Ende eines richtigen Projektes, Prozesse, Chaos, keine Veränderung, was auch immer es ist, schreiben Sie es genau der Reihe nach alles auf und danach können Sie mit dem Mitarbeiter besprechen, wie soll es denn eigentlich sein? Was wäre denn der Wunsch, wie es denn sein sollte? Und dann kann man eben genau danach diese lange Liste nehmen und mit dem Mitarbeiter besprechen. Und welcher von diesen vielleicht 20 Punkten ist jetzt dann der wichtigste, den wir jetzt angehen müssen als allererstes? Was ist da von diesen 20 der eine wichtigste Punkt? Nicht drei wichtigste Punkte, nein, der eine, für den sich der Mitarbeiter entscheidet, der jetzt gelöst werden muss, damit wir Stück für Stück diese lange Liste einfach abarbeiten können und damit wieder auch zurückfinden in ein gemeinsames Teamarbeiten. Und beim Teamarbeiten sind wir wieder, es ist nicht die Aufgabe alleine des Mitarbeiters, das zu lösen, sondern das sollten Sie als ein kleines Gemeinschaftsprojekt machen. Sie und Ihr Mitarbeiter gemeinsam, dass Sie das wirklich, dieses Problem im Team bilateral lösen, kurzzyklische Gespräche darüber führen, was sind Ideen, wie man sowas machen könnte und damit entsprechend vorangeht. Ich hoffe, das war jetzt sehr hilfreich für Sie. Abonnieren Sie unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Ihr Axel Schröder.